Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen, also Juni-Variante, der Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir in diese Foodbox hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich muss die kurz absetzen, weil es ist doch etwas schwer. Ja, seit ungefähr 4 Jahren kommt die Box jeden Monat bei mir an. Sie enthält 10 bis 15 Food-Produkte, die halt entweder außergewöhnlich sind, also so ganz krasse Neuheiten, oder halt irgendwelche Basic-Produkte. Und ich finde die immer wieder klasse. Ich finde es immer schön, dass man jeden Monat auf so eine Geschmacksreise genommen wird. Und ja, genau. Kostet 15,99 € pro Box und pro Monat. Der Warenwert der Produkte ist immer höher als das, was man für die Box bezahlt. Und ich habe auch einen Code, der ist ein bisschen kryptisch, damit kannst du aber 6 € auf deine erste Box sparen. Und ja, es ist Juni, trotzdem Ende des Jahres kommt der Adventskalender. Ich glaube, so in 2 Monaten wird die Werbung dafür anfangen. Ich glaube es wirklich, ne? Aber darauf freue ich mich immer ganz besonders, weil das ist immer so ein ganz spezielles Highlight. Genauso wie die Degusta-Box Cold, das ist immer so eine, Sonderedition der Box, ne, die auch immer ziemlich geil ist. Genau. Aber ich habe Hunger und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt diesen Monat hier drin haben werden. Das Ganze ist jetzt natürlich, also so mottotechnisch würde ich sagen, ja, so Grillabend oder keine Ahnung, Geburtstagsfeier, wobei Geburtstag hat nicht jeder im Frühling, Sommer, so wie mein Freund und ich, ist klar, ne? Mein Baby wird auch ein Skorpion werden, also quasi Mitte November sehr wahrscheinlich, je nachdem, wann aktuell Orange sich überlegt zu schlüpfen. Ich mache hier mal einfach die Box ein bisschen auf, denn ich möchte mit euch mal zusammen den Inhalt entdecken und natürlich auch ein bisschen naschen. Ne? So sieht das immer aus. Ich finde, es sieht immer sehr, weiß ich nicht, so sauber, aber gleichzeitig auch irgendwie rustikal aus. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man diese Box aufmacht, ist immer ein sehr schöner Moment. Und dann klappe ich immer so diese Viecher zur Seite. Sammy schnüffelt hier auch schon eifrig dran rum. Und so sieht das Innenleben immer aus. Also wir haben hier immer einen Flyer mit dabei, wo die Produkte aufgeführt sind. Gegebenenfalls Alternativprodukte sind aufgeführt. Rezepte, wie man zum Beispiel die Produkte, die enthalten sind, auch weiterverwenden könnte. Ne? Cheers to Summer ist das Motto. Es gibt endlich mal wieder ein Motto. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. Also quasi, ja, Prost auf den Sommer. Finde ich gut. Und wenn man die Box abonniert hat, kann man so einen Fragebogen auch immer wieder zu den Produkten ausfüllen und dann gegebenenfalls mal so, ja, Points sammeln ist das ja, ne? Und dann kann man eine Box gratis kriegen. Ja, finde ich auch ganz cool. Und ich sehe schon, hier ist Capri-Sonne drin. Ich sage immer noch Capri-Sonne. Sagt ihr das auch noch? Ich bin ja 89 geboren. Ich persönlich kenne noch Capri-Sonne. Jetzt heißt es ja schon seit Jahren Capri-Sun. Aber gut, wir gucken jetzt einfach mal rein. Nein, das ist das Allergeilste. Das ist das Allergeilste. Guck mal, hier ist einfach ein Paket Gelierzucker drin. Was natürlich so passend ist, weil jetzt ja so die Marmeladensaison ist. Ich habe ja auch draußen Sträucher hier, Brombeere, rote Himbeere und goldene Himbeere. Also theoretisch könnte ich da auch Marmelade von machen. Die letzten Jahre habe ich das ja immer in den Rumtopf gegeben. Und die haben ja einfach ein Kilo ist das, glaube ich, oder 500 Gramm. Wie viel ist da drin? Gelierzucker einfach drin, ne? Ich finde das so geil. Das sind halt so diese Basic-Sachen. So, von Diamant, das ist halt so, ja, 1000 Gramm. Die Zuckermarke, die ich auch einfach von Kind auf so kenne. Ich finde es, ich feiere das. Sammy, feierst du das auch? Man darf das jetzt nicht aus Versehen in Kaffee geben, ne? Dann hast du Kaffee-Gelee, glaube ich. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Aber Gelierzucker kann man gut gebrauchen. Masi, du brauchst keinen Gelierzucker. Du nicht? Nein, nein, nein. Fohl. Okay, das nächste, was ich hier drin finde, ist so eine... Oh, deswegen hat er so gerochen. Darf ich jetzt aktuell nicht, weil wegen schwanger, aber mein Freund wird sich freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich nicht schwanger wäre und ich würde die sowas von mit ihnen zusammen vernaschen. Von Aoste, Kordelsalami, luftgetrocknet, an der Kordel gereift. Oh, sieht die nicht geil aus. Blöder Ausspruch zu sagen, sieht die Salami nicht geil aus, aber nom. Ja, das ist so lecker. So lecker. Und diese Aoste Salami, sie schmecken ja meistens auch so ein bisschen... Ich kriege da gerade so Bock drauf, ne? So ein bisschen nussiger und... Oh. So geil. Ja, nee, Sammy, das darfst du nicht.
Frauchen darf das auch nicht. Es tut mir sehr leid, kleiner Mann. Ja, ich weiß, ich bin ein furchtbares Frauchen. Wie kann ich nur so grausam sein? So, das nächste, was ich hier drin habe, ja, das ist was für mich. Von Finn Crisp, Original Round Crisp Bread. Also da kann es halt nicht so in Gesundheit. Nicht so Knäckebrot. Kannst du dir belegen, kannst du aber auch pur essen. 19 Stück sind hier wohl drin. Gesundheit. Und das sieht ein bisschen aus, so von der Optik her wie Reiswaffeln, aber halt wie Reiswaffeln mit Gehalt. Kann man das sagen? Ja. Und sowas ist dann halt für so zwischendrin oder für ein Frühstück, glaube ich, ganz gut. Mr. V. Das ist ja ganz, ganz fein und macht hier Sitz, ne? Mm, ja, mit einem hohen Faseranteil. Ja, und da kann, also ich habe letztens noch mir so Kräuterquark gekauft. Kannst du einfach drauf machen. Ich habe einfach die Pfote gerade gehoben. Hat. Marzi, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht für dich. Nee, das ist nicht für dich. Da sind 250 Gramm drin und das werde ich mir gönnen. Man soll ihn nicht dafür belohnen, dass er sowas macht, ne? Dass er hier bettelt und so, aber ich habe doch auch kein Herz aus Stein. Das können wir doch alle nachvollziehen, dass ich jetzt hier auch eben so eine kleine Salami geben muss, oder? Das ist extra eine Hundesalami von Dein Bestes. Ja, habe ich ihn jetzt dafür belohnt? Ja. Soll man das? Nein. Aber ich bin doch nett. Okay, das nächste ist hier. Auch was für mich. Sehr gut. Von Snets. Natto Chips, Tomato, Cheese and Oregano, Gusto Pizza. Süß. Mit, also Pizzageschmack quasi, ne? Sowas finde ich auch schön. Kannst du snacken, kannst du entweder pur snacken oder dann halt auch einen Kräuterquark reindippen. Ja, ist so ein bisschen puffiger. Ich weiß gar nicht, was es dann ist. Not fried. Ja, nicht frittiert. Käse. Ich mag Käse. 75 Gramm sind hier drin, kein Palmöl. Ne? Sowas ist lecker. Nom. Sammy, pass auf deine Rübe auf. Schnüffel hier nicht alles an. So, hier sehe ich schon etwas, was ich per se ganz geil finde. Ich weiß nicht, ob ich die dunkle Variante mag. Nee, da gibt es nur die dunkle. Cookies and Cream von Giotto. Giotto habe ich tatsächlich noch bei mir in meiner Süßigkeiten-Schublade. Notfall. Ne? Falls mal irgendwie Not am Mann ist und ich einfach Hunger kriege. Giotto gönnen und gut ist das. Die ist jetzt ein bisschen dunkler außen. Sonst sind das ja diese hellen, aber das scheint dann irgendwie eine neue Variante zu sein oder so. Das ist auch ganz interessant. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Nee, finde ich cool. So. Ich brauche jetzt aber irgendeinen Ersatz für diese Wurst, Leute. Mein Freund schon diese Wurst bekommt. Was ist das hier? Ein Getränk, ein Caipirinha Special Edition. Limettig, frisch mit dem Geschmack Brasilien. Sammy, das ist auch nichts für dich. Das ist ein veganes Produkt. Cocktail ab 18, nicht in der Schwangerschaft. 10,1% Alkohol. Leider kein Claudi-Produkt aktuell, ne? Aber gut, ja, Caipirinha mag ich eigentlich ganz gerne. Ich hatte auch schon mal diese hier, die gab es mal bei uns, glaube ich, irgendwo in einem Supermarkt. Auch hier dieses Sex on the Beach und sowas mochte ich ehrlich gesagt nicht ganz so gerne. Aber gut, ja, darf ich jetzt gerade eh nicht trinken. Ja, schade Schokolade. Wie sehr kann ein Hund betteln? So. Oh lala, da kommen wir jetzt mal so langsam hier in die Rubrik der Sachen, die ich auch essen und trinken darf. Capri-Sonne haben wir tatsächlich. Jungle Drink. Ist ein bisschen tropischer unterwegs. Ach, ich liebe Capri-Sonne, Leute. Das hat natürlich ja auch wieder so ein... oh, ist das lecker, ne? Nom. Warum kauft man sich nicht einfach als erwachsene Person eine Capri-Sonne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, wahrscheinlich, weil das mülltechnisch jetzt nicht so die ökologischste Geschichte wäre. Aber so ein Trinkpäckchen, das hat was von Schule damals, ne? Also mich persönlich erinnert es sehr, sehr stark an die Teenager-Claudi, die irgendwie... Damals habe ich die mitgekriegt, ne? Hat meine Mama mir in die Pausentasche mit reingepackt. Ich sag mal Prost. Ich mag es gerne leiden. Lecker. Stelle ich mir hier hin, bin gleich aufgetrunken. Honig-Senf-Würzpaste. Süß und würzig zum Marinieren und Verfeinern finde ich cool von Ostmann. 55 Gramm sind hier drin. Passt jetzt natürlich auch, weil jetzt ist ja auch so Grillsaison, ne? Und der ein oder andere möchte ja gerne vielleicht sein Fleisch selber marinieren. Das kannst du auch echt super zum Fisch essen. Gestern hat mein Freund noch gegrillt und da habe ich auch so Fleisch gegessen, was auch in so einer Honig-Senf-Marinade war. Richtig lecker.
Aber das kann halt unser Supermarkt hier in der Nähe total gut, ne? Also Grillfleisch. Ja, finde ich cool. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Dann habe ich hier viel zu klein. Viel zu klein, was ist das denn? Frit vegan, Pfirsich, gelatinfrei. Was ist das denn? Guck mal, wie klein das ist. Ne? Wir kennen doch alle Frit. Frit ist viel größer. Warum nur so ein kleines? Was ist das denn? 1, 2. Da sind nur 4 Stück drin. Was ist da los? Das ist irgendwie anders. Okay. Vielleicht, weil es vegan ist. Ich weiß nicht. Oder eine neue Form. Aber ist jetzt nicht unbedingt plastikfrei, ne? Ich drehe mir hier mal so ein Vieh ab. Ja, Pfirsich, ne? Ja. Okay. Warum so klein? Sehr wenig Geschmack tatsächlich dran. Aber dieses typische klebt zwischen den Zähnen safe. Paradiescreme, das finde ich lecker. Von Dr. Oetker, hier einfach mit Milch zubereiten, fertig ist die Laube. Unsere Creme des Jahres, sowas mag ich auch gerne. Das ist dieses Limonen-Zitronengeschmack, ne? Mit 300 ml kalter Milch. Und dann machst du es einfach, oh, das geht ja rucki-zuck. Cremepulver mit einem Mixstab auf niedrigster Stufe kurz verrühren, alles etwa 3 Minuten auf höchster Stufe cremig schlagen und dann in Gläser oder in eine Schale füllen und dann in den Kühlschrank und dann kannst du es essen. Vielleicht mache ich uns das heute Abend. Ich weiß nicht, ob mein Freund auch so auf Zitronencreme abfährt. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Ich find's cool. Nom. So. Okay, da hatten wir jetzt ziemlich schöne Nom-Produkte jetzt hintereinander. Und jetzt habe ich hier das letzte. Gut, den könnte ich trinken. Rotkäppchen alkoholfrei, Spätburgunder Rosé. Sowas finde ich auch cool, 750 ml. Wusstet ihr, dass es alkoholfreien Wein gibt? Also ich habe das tatsächlich durch meinen Stiefpapa quasi, also durch den neuen Mann meiner Mutter kennengelernt. Weil für den holen wir immer gerne so alkoholfreien Weißwein, ne? Und ja, kriegt man meistens auch im normalen Supermarkt, ne? Finde ich cool. Das wird auf jeden Fall getrunken werden. Vielleicht von mir, vielleicht von jemandem bei mir aus der Familie oder einer Freundin. Mal gucken. Aber das finde ich klasse. Kann auf jeden Fall hier seine Anwendung finden. Und das war jetzt hier auch die Box für den Juni. Also ich finde die Box gut. Ne? Prost nochmal mit der Capri-Sonne. Und bis auf die Salami und den Cocktail kann ich auch alles davon zu mir nehmen, ohne Probleme. Ich finde es cool. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Also es gibt seine Gründe, weswegen ich seit 4 Jahren auch wirklich super gerne einerseits Kundin bin bei der Degusta-Box und dann hat sich daraus halt die Kooperation ergeben. Ich finde die einfach cool. Ja, und hier haben wir halt auch wieder Produkte. Also eigentlich meiner Meinung nach ist das Wow-Produkt die Salami. Aber ne, ist halt jetzt für mich ein bisschen blöd. Ansonsten mit dem Gelierzucker, ich finde es einfach großartig. Ja. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing der Degusta-Box für den Monat Juni. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!